Wie man gerade gesehen hat, sind die Schlauchschellen hier von den Kühlwasserschläuchen schon ziemlich verrostet. Da habe ich mir jetzt hier ein paar neue organisiert. Und um die zu tauschen, muss ich jetzt aber erstmal das Kühlwasser ablassen. Deshalb die Eimer. Gerade mal hier das Thermostat ausgebaut und wollen mal testen, ob das noch so funktioniert wie gedacht. Jetzt habe ich hier noch so ein Kochthermometer. Mal schauen, wie warm das Wasser ist. So, ich habe jetzt hier den ersten Schlauch von der Servolenkung, der kurze, der von der Pumpe zur Servolenkung geht. Und den werde ich jetzt mal wieder einbauen, weil der stört mich aktuell noch nicht. Oder nicht mehr. Mal ist fest genug. Heute regnet es leider, deshalb geht es mal wieder in den Keller und ich habe jetzt aktuell einen ganzen Haufen an irgendwelchen Stahlteilen, die ich noch strahlen muss. Dem ganzen Strahlen wollte ich jetzt mal hier lüften, habe da gerade das Fenster aufgemacht. Dann sehe ich, da hockt ein kleiner Frosch. Den müssen wir jetzt erstmal retten, solange er noch will. Oh, da hocken ja ganz viele. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Wo müpfen die denn hier? Mal wieder freilassen hier.
Der baut so was ab. Von dem Stahl steht das Wasser richtig. Das ist richtig. Pöttchen wohl, so kleinere, oder? Ja. Eins, zwei, drei, vier, jawohl, fünf, sechs. Das haben ja alle recht, die meinen, zerlegt die Karre ganz. Ist ja keine Frage, aber wohin mit dem Scheiß? Mit was? Also, kurze Erklärung. Wir haben jetzt das ganze Armaturenbrett zerlegt. Eigentlich nur um den unteren Teil mit der Klimaanlage, weil ich ja eine Klimaanlage habe. Ist das Problem, dass unten die Rohre mit dem Klimaanlagengaszeugs befüllt sind. Die kommen da rein und wenn ich die aufmache, dann entweicht das ganze Gas. Problem ist, unter dieser Lärmschutzmatte, ganz hinten unten waren die Schrauben für das Halteblech hier von der Heaterbox. Die eigentlich hier unten waren ja zwei Muttern und von innen waren die Schrauben und die muss man gegenhalten. Das ist eigentlich ziemlich doof, wenn man dann nur die Box rausnehmen will, ohne innen das ganze Armaturenbrett zu zerlegen. Aber jetzt ist es draußen und man kann das Ganze mal einmal schick machen. Ich werde jetzt am Anfang die Heaterbox zu zerlegen. Das war's mit dem Video. Ciao, bis zum nächsten Mal.